Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir ernten immer noch die Sojaernte ab vom Feld um 38. Die Soja von 38, genau. Und wir haben hier neu probiert. Abfahrer und Überführungskurs. Nur schauen, der erste wird gleich wieder voll. Ups. Timer. Mal aktivieren. Also ich ungefähr versuche 20 Minuten vorn zu machen. Ungefähr. Klappt nicht immer. Ich danke schon mal allen fürs Reinschauen. Einen Sonnentag an meine Abonnenten. Schauen wir mal, ob ich mit Olaf vielleicht einen Livestream hinkriege. Dass ich die Aufnahmen so gestalte, dass ich immer einen Tag ein paar Stunden Livestream mache, um mit voranzukommen. Und dann entsprechend die Folge hinterher noch aufnehme. Probieren wir in Urlaub, wie es klappt. Zum Beispiel die Folgen werden ja immer so, immer am Sonntag aufnehmen hier. Für die Thüringen-Karte ist am Sonntag. Und für die Marsch nehme ich am Freitag auf. Oder am Samstag, je nachdem wie ich Zeit habe. Ich bin da flexibel. Für die Marsch brauche ich immer ab Montag und für die Thüringen-Karte die Woche, die Tage darauf am Samstag. Weil das Bearbeiten und das ganze Hochladen, das nimmt auch nochmal ein paar Stunden in Anspruch. In der Woche ist immer ein bisschen knapp in der Zeit. Ja, ist voll, wenn man richtig angekommen. Am Sonntagabend um 20 Uhr aufnehmen und dann Livestream machen und immer ungünstig. Da muss ich mal gucken, dass ich das dann so hinkriege, dass ich dann das dann entsprechend anders verschiebe, dass ich im Prinzip so Freitagabend streame oder ja, Freitag normalerweise. Samstag ist man ein bisschen verbucht, meistens. Für die Meshweb. Da schaue ich mal. Wenn wir da was Neues starten, dass ich da auch einsteigen kann, voll. Mittendrin ist das irgendwie Blödsinn gewesen, aber sollte ja bald durch sein. Spekulieren ja nächste Woche Freitag, weil Freitag wird gestreamt. Kollegen streamen am Freitag, ich nicht. Weil mittendrin, das kriegt keiner eine Reihe, das ist immer so, ne? Das fällt durcheinander. Gleich den zweiten mit. Wir brauchen hier mehr Leistung, jetzt all nix. Jawohl, mit 70 km/h nicht schlecht. Die Traktoren fahren uns immer ein bisschen langsamer. So 60 bis 53, 53, 63 fahren die alle im Schnitt. Die ganz großen fahren nur 40. Die ganz großen machen in der Regel die Feldarbeit. Flügen, Kurbeln, Aussehen, da machen die ganz großen. Da muss ich so überlegen, ob ich mir hier
eine größere Seemaschine anschaffe, das wird eng. Die sprechen sich ganz schön ab. Na, das geht. Das ist fast wie Synchronschirm, ne? War nicht geplant. Das Schwarze fällt mir eine ganz große Runde vor. So hat jeder seine Bahn. Und wir fahren jetzt gleich wieder unseren Soja entsorgen, Anführungszeichen. Der LKW wartet und wird bei, wenn er voll ist, zum Lager fahren. Ja, es ist einfach den Punkt zu finden, ne? Habt ihr Anregungen, Ratschläge, Vorschläge, einfach reinschreiben in die Kommentare. Dann schaue ich, was ich machen kann. Das LKW ist fast voll, ne? Nur fast. Der LKW hat 415%. Naja, gut. Die werden wir gleich kriegen, weil einer ist schon bei 40% fast. Ein Drescher. Oh, der erste fährt ja mal eine Frucht. Ne? Das ist mal. Sehr schön fertig. Jetzt werden die Bahnen kürzer. Oh. Jetzt wird's kompliziert. Naja, die muss ja die zweite Bahn nehmen. Die muss ja den anderen für den roten lassen, ne? Die nötigen Prozente vom Roten holen. Schwarze kommen nicht ran, da steht er mitten in der Frucht. Jo, einfüllen, einfüllen. Ja, morgen wieder Montag für mich. Also früh aufstehen. 3:30 ist Nacht zu Ende. Zum Glück ist Nacht ein bisschen kühler geworden. So, schau mal, das LKW. Ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Der andere Drescher ist halb voll. Mal kurz schauen, wie der Auto das macht. Gut, mal gucken, ob wir die Dinge reparieren müssen. Na. Da hatten wir es repariert, die Neidwerke. Ja, beinahe verkauft. Was haben wir alles eigentlich? Kirche, Kirche.
Ja, ein paar Anschauungen machen, aber wenn man Geld verdient, ne? Das heißt, solange wir ernten, kann man nicht verkaufen. Könnten schon. Aber lohnt sich nicht. Wir brauchen noch einen zweiten Anhänger. Jetzt auch nichts. Den zweiten brauchen wir noch. Mit Dolly. Der ist bei 61%. Und da wird sich der andere freuen. Bisschen stehen gelassen, ne? Könnte sein, dass wir da reinfahren müssen. Ich will nicht unbedingt reinfahren. Ja, was kaufen wir da? Wir kaufen da einen Anhänger. Wir brauchen mal einen Dolly. Brauchen zuerst einen Dolly. Dolly, Dolly, Dolly. So. Die Dinge kann man leicht erkennen. Das ist so schwierig. So Quatsch. Kettensägen. Jetzt bin ich kein Dolly. Doch, da. Was haben wir denn schönes? Dolly, jetzt fahren sie wieder. Was ist daran? Und zwei Achsen finde ich verkehrt, ne? Das war das Original von dem Anhänger, den ich gleich kaufen werde. Aber das sind beides die gleichen. Aber einer ist die neuere Version. Ja, wir haben nur blau, ne? Breitreifen. Den haben wir noch. Mal einen Anhänger kaufen. Schau mal, das gilt noch recht. Denn das verkauft sich ja besser, wenn wir das doppelt verkaufen. Der von Krampel, der ist hier. Die sind auch schön. So, Hauptfarbe ist blau. Felgenfarbe ist auch blau. Designfarbe ist blau. Reife ist egal. So. Das haben wir genommen. Haben wir mal kräftig investiert, bevor wir die Schulden kommen, ne? So, 93, der kommt ja gleich der. Unser erster Mietrescher, der wird gleich kommen und melden, ich bin voll. Dann müssen wir uns sputen. Der ist voll. Gut, der macht Platz. Im Grunde auch fast fertig mit der Ernte. Nicht so weit vorfahren, weil er gleich wieder einfängt. Denn beim Verkaufen ist ganz gut, wenn wir einen zweiten Anhänger haben, dann können wir gleich eine Zeit fahren. Doppel gespannt und dann können wir es. Aber hätten wir auch 100.000 machen können, aber 100.000 ein bisschen viel. Gleich zurückfahren. So, jetzt mal warten, bis der wieder
unseren Weg freigibt. Dann wetten wir es nicht, da können wir ja gleich hinterherfahren und dann macht er unseren Weg ja frei. Die Zähne weh. Ist hier frei, ist der Weg. Die Methode ist natürlich am besten, wenn wir Getreide fahren. Getreide haben wir eine viel größere Menge als bei Soja, aber Soja ist ein bisschen Ertrag nicht so hoch. Deswegen ist hier auch Soja drauf und keine Zuckerrüben zum Beispiel. Und für Rüben haben wir noch gar keine Gerätschaften. Dann würde ich eher dazu tendieren, dass wir hier nochmal Körnermais oder Sonnenblumen. Ja, dann müssen wir wieder pflügen hinterher. Nur leer. Ups. Da hauen wir jetzt ab. Werden wir nicht stören. Ah, wir jetzt runterlassen. Können wir genau dann machen, wenn wir neben dem LKW stehen. Die Feldzufahrt ist hier ungarnig. Ding, Nachricht. Oder läuft voll durch. Da müssen wir mal gucken. Sparmodus aktivieren. Fahren sofort nicht. Reizen ist Quatsch. Bist du leid Lothar, ne? Gut, der ist voll. Machen wir es roh ein. Jetzt kann er mal losdüsen. Voll, 100%, da ist der Rote. Dann kriegen wir doch heute fast fertig. Ah, nicht ganz. Wir werden noch ein bisschen brauchen, eine Folge in etwa. Wie gesagt, bei Soja kann man bald einen dritten arbeiten lassen. Aber den müssen wir immer verdienen. Das heißt, bei Ernten verkaufen.
Dann werden wir gleich den schwarzen vorbereiten. Den werden wir reparieren. Und womöglich voll tanken. Und dann noch Feld 60 bereitstellen. Servicewagen, haben wir einen Servicewagen? Ne, haben wir nicht. Das wäre ein bisschen besser, ne? Da können wir einen Servicewagen vorfahren. Haben wir keinen Servicewagen? Ne, ich glaube nicht. Garage. Servicewagen haben wir nicht. Wir haben nur einen PKW. Weiß ich nur. Ah, haben wir nicht. Was wird das halt kosten? Ja, haben wir nicht ganz, aber wäre ganz gut. Dann könnten wir den Trescher vor Ort reparieren und vor Ort tanken. Das heißt, hier ein bisschen Geld leihen. Geldleihen, PP. Was ist das? Brauchen ein bisschen Geld. Und dann können wir theoretisch das typisch. Aber ich werde eingreifen. Wir werden sowieso manuell so, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Da sagt mal Tschüss und Winkel. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Und danke dafür. Bis, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ciao.